Es ist mir eine große Ehre und ein großes Privileg, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen zu dieser schwierigen Frage, wer ist die Supermacht der Zukunft im Bereich der künstlichen Intelligenz, China, USA, Europa? Und nachdem es eben hier um die Supermacht geht, haben wir auch klarerweise Superkräfte eingeladen, heute Abend das mit uns zu diskutieren. Nämlich Vertreter von China, von Europa und auch teilweise von USA, weil einige der Vertreter von Europa waren ja tätig auch in Amerika. Also die Frage, wer ist die Supermacht der Zukunft im Bereich der künstlichen Intelligenz, wird von Superkräften heute mehr oder weniger beantwortet werden. Und damit Sie wissen, dass auch die Kunst, besonders auch das Z. Kevin Karlsruhe, sich schon lange damit beschäftigt, haben wir eben ein Stück Ihnen vorgespielt von einem Damian Zwiebis. Ja. Und bitte erklären Sie uns kurz, was das zu tun hat, was das bedeutet, Quantum Coding. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, was Sie jetzt eben gerade sehen und hören konnten, war eine Live-Coding-Sonifikation eines Quantenalgorithmus. Es ist letztendlich ein Algorithmus, der im Endeffekt das Superdense-Coding gezeigt hat. Das ist ein Problem aus der Quantenmechanik bzw. des Quantencomputings, was eigentlich ganz gut die Überlegenheit oder Effizienz des Quantencomputers gegenüber dem klassischen Computers demonstriert, im Sinne von den Eigenschaften der Superposition und der Quantenverschränkung. Das Ganze wurde dann auch, also dieser Code, der letztendlich halt während dieses Prozess generiert wurde, wird über eine Webschnittstelle nach Amerika zu einem wirklich realen Quantenprozessor geschickt, den IBM freundlicherweise zur Verfügung stellt. Dort wird halt eben dieser Algorithmus ausgeführt und die entsprechenden Messergebnisse, die dann wiederum klassische Einsen und Nullen entsprechen, wurden dann anschließend als rhythmische Patterns sonifiziert. Gut. Danke sehr. Vielen Dank. Ich darf Sie kurz das Programm machen. Bekannt machen mit einem Programmpunkt, wie wir eben das versprechen, wie wir die Logik der künstlichen Intelligenz erforschen werden. Darf ich ein paar Programmpunkte nennen? Ich werde gleich anschließend Herrn Schlagenhauf auf die Bühne bitten, damit er mit mir sein Buch diskutiert, The Brain and AI, das Gehirn und die künstliche Intelligenz, eine Korrespondenz zwischen einem deutschen Ingenieur, Herrn Schlagenhauf, und einem chinesischen Superexperten für Neuroscience und Computer Science. Es liegt hier nur ein erster Band vor, aber das Projekt besteht aus drei Bänden. Aber aufgrund der Sanktionen Amerikas gegen China war es uns nicht möglich, entsprechend viele Bücher nach Karlsruhe rechtzeitig zu bringen. Aber in wenigen Tagen werden das die Chinesen auf Umwegen dann selbst lösen. Aber im Moment können wir dann leider eben das Buch präsentieren. Das Buch, eben, das wir kurz besprechen werden, von Herrn Schlagenhauf und von Herrn Fanji Gu, muss ich kurz einführen. Der Herr Karl Schlagenhauf ist sozusagen ein Entrepreneur in den neuen Technologien und auch der Gründer zahlreicher Stadtunternehmen. Was ist ein Entrepreneur? Da darf ich Sie erinnern an die Definition des österreichischen Ökonomen Schumpeter, der gesagt hat, ein Entrepreneur ist der eigentliche Innovator. Ja, das ist faktisch das Gleiche. Ein Entrepreneur ist jemand, der Agent der Innovation, ästhetische wie soziale Innovation in unseren Wirtschaftssystemen. Also genau diese Aufgabe, eben, dass man als Entrepreneur, als Unternehmer eben auch innovativ ist, das hat eben Herr Schlagenhauf hervorragenderweise in den letzten Jahren gemacht. Er hat auch gearbeitet sozusagen an der Universität von Karlsruhe in den 80er-Jahren. Er war CEO der IVO, Institute for Applied Organizational Research. Er ist noch als Chairman eben auf ADI Innovation und hat in vielen Firmen wie CAS Software, Brandmaker, JPEG Instruments und WebDay war er Mitbegründer oder tätig. Er ist Spezialist also auch für Nanorobotik, für die Proteinanalyse, basierend auf Atomkräften. Also sein Interesse gilt der Software, der Elektronik und nicht nur der künstlichen Intelligenz, sondern auch, wie wir mit diesen wissenschaftlichen Mitteln die Life Sciences, also die Lebenswissenschaften neu begründen können. Er ist Doktor der Philosophie und hat eine weniger Legende für Soziologie und Theorie der Wissenschaften der Universität Karlsruhe. Herr Fanji Gu hat sich sehr beschäftigt eben mit den
Mysterien des Bewusstseins. Das ist auch ein Kapitel in diesem Buch. Ja. Ich ziehe immer eher vor zu sprechen, weniger, ich persönlich spreche nicht gerne von den Mysterien des Bewusstseins, das ist eine Kapitelbeschrift hier, ich spreche eher von der Misere des Bewusstseins. Ja. Die wird weniger untersucht, das wird das Mysterium. Also Herr Fan Jigu hat studiert in der University of Illinois, in Urbana-Champaign und vielen anderen Universitäten. Er ist der Spezialist für Computational Neuroscience, für computergestützte Neurowissenschaften. Er hat 6 Bücher geschrieben, alle waren in China, riesige populäre Erfolge. Und was besonders wichtig ist, er hat 7 extrem wichtige Bücher auf diesem Gebiet ins Chinesische übersetzt. Das ist von Walter Freeman, die Neurodynamik, von Christoph Koch, die Suche nach dem Bewusstsein, von Sherrod Edelman, dem Nobelpreisträger, The Universe of Consciousness, und Ramachandran, Phantoms in the Brain. Also die wichtigsten Bücher auf diesem Gebiet hat er in das Chinesische übertragen, war damit auch immer wieder Bestseller. Und er selber hat viele, viele Preise, unendlich viele Preise gewonnen für seine eigenen Forschungen in den Gehirnwissenschaften, ja, eben modelliert nach der Computerwissenschaft. Das Buch selber, ja, hat Vorwörter, ja, von wiederum selbst bedeutenden Forschern, zum Beispiel Herr Hans Adler Braun, ja, Professor in Marburg, ja, und Chef der neurodynamischen Gruppe am Institut für Physiologie und Pathophysiologie. Und er hat geschrieben, an unusual book, which clearly stands out from many other neuroscience-Publikationen. Also ungewöhnlich hervorragendes Buch aus dem Gebiet der Neurowissenschaften. Dann eben Herr Dietmar Hahhoff, ebenfalls ein Vorwortschreiber, ja, vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, schreibt, an intellectual delight, like very few I have encountered. Ein intellektuelles Vergnügen, wie man es selten trifft. Und der dritte sozusagen Vorwortschreiber, Herr Peiji Liang, Direktor des Chinesischen Instituts für Neurowissenschaften, der schreibt, von der Weisheit und der Vision, die bemerkenswert ist in diesem Buch. Jetzt würde ich Herrn Schlager auf die Bühne bitten, ja, wenn ich in meiner Hand das Innenverzeichnis ein paar Fragen stellen möchte, um uns dieses Projekt zu erklären. Erste Frage, ja, wie ist dieses Buch entstanden und wie lange haben die beide daran gearbeitet? Durch einen Zufall, wie so häufig Sachen entstehen. Und zwar durch eine E-Mail, die dieser vorgenannte Hans Braun eines Tages aus China kommend von seinem Freund Fan Jigu an mich weitergeleitet hat. Und zwar ging es darum, dass der Fan Ji den Verdacht hatte, dass in dem damals gerade angefahrenen Projekt des Human Brain Projects in Europa, ein 1-Milliarden-Projekt in der Architektur, was nicht stimmt. Und um sich sicher zu sein, dass er da keinen Denkfehler macht, hat er das an den Hans Braun geschickt und der war wieder gerade mal auf der Flucht von oder zu einem Kongress, hatte keine Zeit und hat es an mich weitergeleitet. Und aus dieser einen E-Mail hat sich das Leben von uns beiden ziemlich stark verändert. Wir haben 7 Jahre gearbeitet und vom unter die Motorhaube gucken, dieses Human Brain Projects, was dann darin endete, wir haben quasi das ganze Auto zerlegt und anschließend wieder zusammengebaut, ist die Geschichte, die dieses Buch erzählt. Also man muss sagen, es gibt das berühmte Genome Project, ja, ein riesiges Projekt auch mit einer Billion. Dann kam aus Europa der Antwort mit dem Human Brain Project. Ja. Der Status dieses Projektes wird immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert. Und das Ergebnis dieser beiden Großprojekte ist eure Idee selbst sozusagen mit eher bescheidenen Mitteln, diese Projekte zu untersuchen. Dann habe ich einige Fragen aus dem Innenverzeichnis. Vielleicht, Herr Schlagermann, ist es dann möglich, uns kurz zu erklären, was ist Hawkings Theorie der Intelligenz? Ja? Also grundsätzlich, wir haben ja den Experten für Intelligenz heute überhaupt noch im nächsten Programmpunkt, da will ich ihm gar nicht ins Handwerk pfuschen, aber der Punkt geht dahin, dass wir im Moment noch relativ wenig wissen, wie das Gehirn den Trick eigentlich macht. Interessanterweise sind die Ingenieure beim Abbilden dessen, was wir in der Computerei können, diesen auf der obersten Ebene liegenden rationalen Prozessen sehr viel weiter voraus gegenüber dem, was die Mediziner vom Hirn verstehen. Und das war der Punkt, warum der Fan Ji gesagt hat, wie kann es denn sein, dass wenn wir vom Hirn, von der Physiologie so wenig verstehen, dass die in diesem Projekt, in dem Versuch, ein ganzes
menschliches Gehirn auf einem Supercomputer abzubilden. Wie kann es denn sein, wenn wir etwas nicht verstehen und wollen es dann auf einem Supercomputer simulieren? Das kann doch nicht hinhauen. Und das war der Punkt, dann zu sagen, lass uns mal genau gucken, wo in den beiden biologischen Welten und in der technischen Welt die unterschiedlichen Formen von Informationsverarbeitungen ablaufen. Und sehr schnell war dann auch klar, dass er recht hat, das muss man dazu sagen. Das war sehr mutig von ihm, diese Frage zu stellen, was machen denn da die Europäer mit einem 1-Milliarden-Projekt? Und Kollegen haben ihm gesagt, wie kannst denn du als unscheinbarer kleiner Chinese daran zweifeln, dass die Europäer da so einen Fehler machen? Nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, er hatte recht, und dieses Projekt hat in der Zukunft dann oder in der weiteren Zukunft dann auch gezeigt, dass da wirklich erhebliche Probleme drin stecken. Aber die andere Frage war, warum sind die Computerleute so viel besser als die Neurologen, die vom Hirn nichts verstehen? Man muss sich ja überlegen, das Hirn hat sich über 4 Milliarden Jahre evolutionär entwickelt. Das ist eine relativ lange Zeit. Wir machen jetzt seit 70 Jahren Computerei und haben in der Zeit einen Großteil dessen, was in der Informationsverarbeitung passiert, da schon hingekriegt. Sind aber noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Ein Kapitel ist auch gewidmet der Singularity, ja? Also diese Fantasie aus Silicon Valley, die in Europa auf wenig Gegenliebe stößt. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu dieser Theorie, zur Singularity? Also Singularity ist erfunden worden von einem Schriftsteller, der auch Programme entwickelt, dem Ray Kurzweil, und das war ein sensationeller Erfolg, den Leuten einen Schreck einzujagen. Man erreicht viel mehr bei den Menschen an Wirkung, wenn man sie erschreckt, als wenn man sie aufklärt. Und er hat genau auf den Knopf gedrückt, indem er gesagt hat, so übersetzt etwa, wenn das so weitergeht, dann sind die Roboter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts, sind unsere Chef, und sie werden die letzten Humanoiden im Zoo ausstellen, wie wir heute die Orang-Utans. Und mit so einer These kann man natürlich steil vorlegen. Es hat natürlich hinten und vorne nicht gestimmt. Wir sind weiter von dieser Idee entfernt, aber alle Leute, nicht alle, aber manche Leute glauben, demnächst wird ihr intelligenter Roomba-Staubsauger die Kontrolle über die Familie übernehmen. Es gibt Leute, die das gerne möchten, aber glauben Sie mir, haben Sie keine Angst vor Ihrem Staubsauger. Dann ist auch ein Kapitel gewidmet dem Paradigmenwechsel im Feld der Künstlichen Intelligenz. Kann man das in wenigen Worten beschreiben? Was sind die nächsten Schritte in der Artificial Intelligence? Also es hat diverse Auf- und Abs gegeben in der Art und Weise, wie man geglaubt hat, dieser Geschichte nahe zu kommen. Immer in der Annahme, jetzt haben wir es und sind dem menschlichen Gehirn nahe. Wir waren es nie. Und der Punkt ist der, dass man am Anfang versucht hat, alles Wissen, was der Mensch hat, in einen Computer hineinzupacken. Und wenn man genug da hineingepackt hat, so wie bei einem Studenten mit dem Nürnberger Trichter, muss man den mit allem Wissen füttern, was die Menschheit hat, und dann kann der was machen. Von dieser Sorte künstliche Intelligenz waren noch die IBM-Maschinen, die gegen den Kasparow im Schach gewonnen haben. Und dann hat man aber gefunden, dass man das gar nicht braucht. Als AlphaGo gegen den Go-Weltmeister gewonnen hat, war das eine ganz andere Maschine. Die hat überhaupt nichts verstanden von Go vorher. Der sind nur Partien gezeigt worden. Das heißt, wenn man einer entsprechenden AI oder künstlichen Intelligenz Software bestimmte Muster und Beispiele zeigt, das bekannteste ist das Unterscheiden von Hunden und Katzen. Facebook und Google haben 100 Millionen Katzen- und Hundebilder gebraucht, bis die Maschine schließlich zwischen Hunde und Katze unterscheiden können. Daran merkt man aber auch, dass die noch nicht so toll sind, weil ein Dreijähriger unterscheidet einen Elefanten von einer Kuh nach einmaligem Sehen. Und das Problem, das andere ist, dass die Maschine extrem viel Energie noch verbraucht im Verhältnis zu unserem Gehirn. Das Gehirn läuft mit sage und schreibe 20 Watt. Und wenn Sie mit dieser Methode ein komplettes Hirn abbilden wollen, brauchen Sie etwa so viel Strom wie Los Angeles und New York zusammen. Und jetzt sind wir an einer Situation, und da kommen wir dann zu dem Thema auch von Pei Wang, dass diese beiden Welten miteinander verschmelzen, auch dahin gehen, dass man in den ursprünglichen Versuchen versucht hat, Logik zu bauen, Semantik zu bauen. Dann kam die Wahrscheinlichkeitsberechnung, und in der jetzigen Zeit sind wir in
der Phase des sogenannten Konnektionismus, wir werden dazu noch mehr nachher sehen, und der neuronalen Netze. Die Menschen glauben im Moment, dass man alles mit neuronalen Netzen machen kann. Man kann extrem viel mit neuronalen Netzen machen, aber beileibe nicht alles. Und deshalb ist das auch der Grund zu sagen, also fürchten müsst ihr euch nicht, es wäre nur gut, wenn ihr es euch mal anguckt, damit ihr versteht, worum es da geht. Und das ist auch die Intention des Buches, dass die Chinesen gesagt haben, wir müssen unseren Leuten in dem Zusammenhang dieses Handelskrieges mit der USA, die ja um diesen Punkt, wer hat die Führerschaft in künstlicher Intelligenz, die Leute sollen verstehen, worum es da geht. Sie haben ein Kapitel, wie schon erwähnt, The Mystery of Consciousness. Das ist doch relativ ein gewagter Titel. Heißt das, Sie selber betrachten auch, dass alle Theorien des Bewusstseins sind noch mysteriös? Weil wieso heißt das Kapitel nicht die Technologie des Bewusstseins? Wieso sind Sie da so zurückhaltend? Das ist ein Hobby oder ein Lieblingskind meines Freundes Fanji. Der jagt seit 50 Jahren hinter diesem Thema her. Was ihn fasziniert, ist, wie entsteht das Bewusstsein? Und am oberen Ende, man nennt das das Binding Problem. Das Binding Problem ist, wir verstehen unten relativ viel von der Physiologie, der Suppe, in dem die Neuronen schwimmen und die ganzen Neurotransmitter und alles. Aber wir verstehen nicht, wie daraus ein emergentes, singuläres Phänomen entsteht, wie das Bewusstsein. Ich muss gestehen, mich interessiert das weniger, aber ihn ganz besonders. Und das war jetzt sein Lieblingsthema. Ich habe da eine eher... nüchterne ingenieursmäßige Einschätzung davon, nach dem Motto, schauen wir mal, das werden wir sehen, wir kommen immer näher, aber diese Form des emergenten Bewusstseins ist die, die am weitesten weg ist, und ich glaube, man braucht sie auch gar nicht. Ein Kapitel haben Sie ganz alleine geschrieben, New Industrial Revolution. Ja? Wie wird diese neue industrielle Revolution, Sie sind Entrepreneur und Innovator, wie wird die ausschauen, die New Industrial Revolution, unterstützt von der AI? Ja, also das weiß man nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wie immer neue Innovationen über uns hereingebrochen sind, war das Schwierigste vorherzusehen, wo die hingehen. Nur dieses Mal ist der Gradient des Ansteigens so steil, dass man schon erwarten kann, dass so ziemlich alles übereinander stürzt. Aber jetzt nicht im Sinne von Katastrophe, sondern eher von Wachstum. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben eine enorme Menge von Steuerungs- und Regelungsprozessen, gerade in Deutschland. Das fängt an bei den Motoren und den Getrieben in den Autos und hört auf bei den Netzwerksteuerungen von intelligenten Stromnetzen. Die sind alle heute noch mit relativ dummen Steuerungsverfahren versehen. Der Unterschied, der kommen wird, und es gibt kaum einen Bereich, der nicht tangiert sein wird. Vom dummen Steuern zum intelligenten adaptiven Regeln heißt, wir werden mit sehr hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit Prozesse regeln können, und das reicht. Es gibt keinen Bereich von der Kraftwerksteuerung bis in die Fertigungssteuerung hinein, der nicht intelligenter geregelt werden kann. Übrigens, der Haupteffekt wird passieren, wenn wir das ernst nehmen, im Bereich der CO2-Reduktion, weil wir vergeuden am meisten Energie in diesem Bereich, und der Trick liegt daran, in numerischen Rechenanlagen heute sind wir nicht schnell genug, um Prozesse zu regeln, weil die Rechenpower nicht ausreicht. Mit neuronalen Netzen zum Beispiel muss ich gar nicht mehr rechnen, sondern wenn ich sie vorher trainiert habe, reicht es aus, diese trainierten Netze in die Steuerung einzubeziehen mit ungeahnten Effekten. Und der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir von diesen Prozessen was verstehen. Die Chinesen und die Amerikaner verstehen in der Basis nicht mehr von KI als wir. Da sind unsere Forscher gleich gut. Aber sie verstehen wesentlich weniger von diesen komplizierten Prozessen, sodass ich langfristig, nehme ich schon eine These oder setze mal eine These für die spätere Diskussion, dass wir eigentlich im Vorteil sind, wenn wir die Bremse aufmachen. Es gibt auch ein Kapitel, was Sie auch alleine gemacht haben, Neural Networks and Deep Learning. Darf ich dem entnehmen, dass Sie diesen beiden Themen positiv und optimistisch gegenüberstehen? Immer. Egal was. Also Deep Learning und Neural Networks hat eine Zukunft, das kann man noch weiter betreiben. Also es wäre dumm, wenn wir es nicht hätten. Also, es ist auch so, dass das ist wie eine Lawine, die zu Tal geht. Da können wir uns nicht daneben stehen, die Luft anhalten und beleidigt sein. Also wir müssen schauen, dass wir das Ding
geregelt kriegen und dabei sind, in welche Richtung das geht, weiß natürlich niemand. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, die Kompetenz aufzubringen, diese Prozesse mitzugestalten, dann haben wir schon verloren. Und deshalb dieser optimistische Grundansatz, ja, das glaube ich. Im Übrigen, den meisten Effekt wird es nach meiner Einschätzung in der Anwendung der Technologie auf sich selber geben. So wie in jeder Computersprache ein guter Compilerbauer, das Erste, was er macht, der eine neue Computersprache erfunden hat, er kompiliert die Sprache in sich selber. Und die Rückwirkung von neuronalen Netzen zum Beispiel auf Computerprogramme, da wird vermutlich der größte Nutzeffekt liegen, insbesondere auf der Seite, sie sicherer zu machen. Was eine heutige, wer sich mit den Systemen auskennt, ein großes Problem der heutigen Systeme ist, dass sie nicht robust genug sind. Also wenn so ein Vogel runterfliegt wie die Boeing, die 737 Max, dann war das ein Computerfehler. Ein Programmfehler, ein ganz einfacher Programmfehler. Und das kann man besser machen. Und zwar dramatisch besser. Es gibt auch ein Kapitel, was Sie alleine geschrieben haben, eine Schlussfrage, Reverse Engineering. Was kann man darunter verstehen? Also es gab mal... Ich kenne als Künstler Critical Engineering. Wir Künstler zerlegen immer die Maschinen und machen was anderes, als was eigentlich die Techniker wollten. Man kann, wenn man die These zustimmt, dass Technologie eine Art Nebenprodukt ist der Kriegsführung. Ne? Man weiß ja, Computer und so weiter sind sehr gefördert worden im Zweiten Weltkrieg. Ja? Dadurch gibt es Medientheoretiker, die sagen, Computer sind nur ein Nebeneffekt sozusagen der Kriegstechnologie. Und dann kommen wir Medienkünstler und machen gewissermaßen Missbrauch von Heerestechnologie, ja? Weil wir mit der Computer was anderes machen. Ne? Aber das ist nicht, was Sie verstehen unter Reverse Engineering. Ne? Das sage ich gleich noch was dazu. Ja. Reverse Engineering ist was ganz anderes. Das meint, wenn wir verstehen, wie ein System funktioniert und dahinter kommen, sind wir in der Lage, das dort Gelernte wieder dann auf sich selber anzuwenden. Und meine These ist, das war am Anfang... Die Rückkopplung auf die Maschine selber. Ja. Das war am Anfang ein Streitpunkt zwischen Fangio und mir. Einer der Punkte, wo er einlenken musste, es gab andere, wo ich eingelenkt habe. Also wir haben uns bis heute noch nicht geeinigt in manchen Punkten. Das ist sehr kontrovers. Und das ist der Punkt, wo er einlenken musste, nämlich die Einsicht zu sagen, um bessere künstliche Intelligenz zu bauen, müssen wir das Gehirn nicht verstehen. Es ist im Gegenteil sogar hinderlich, wenn wir es versuchen, weil alle Versuche, zu nahe an diesem Modell zu bleiben, wenn man das Hirn re-engineeren will, kommt man auf den Holzweg. Das ist auch in anderen Technologiebereichen so gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge Sie kennen, die mit Federn ausgestattet sind. Oder Flügeln. Es gibt so gut wie kein Beispiel, bei dem Maschinen, ein Kran, der 100 Tonnen hebt, das ist kein Muskel. Und wenn es darum ging, also schneller laufen zu können biologisch, dann haben wir nicht das Pferd nachgeahmt. Wir sind immer besser gefahren, wenn wir komplett neu aufgesetzt haben. Das hat auch seinen guten Grund. Weil wir schleppen mit in dieser biologischen Maschinerie 4 Milliarden Jahre Evolution und eine Zelle ist ein so kompliziertes Teil, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also wenn wir anfangen wollten, auf der Ebene weiterzuentwickeln, dann haben wir schon verloren. Und das ist auch übrigens der Grund, warum die Medizin so geringe Fortschritte macht, höchstens linear. Die Computertechnik dagegen hat exponentielle Fortschritte. Auch das ein Punkt, wo ich vermute... Im Buch auch besprochen. Ja. Und da ein Punkt, warum ich glaube, dass eine der am meisten profitierenden Disziplinen wird die Medizin sein. Aber nicht die Medizin der Mediziner, sondern die Medizin der Ingenieure. Verstehe. Also, wir haben jetzt in wenigen Minuten ein bisschen Einblick gegeben in dieses Buch. Aber ich möchte noch einmal betonen, ich habe Ihnen versucht, in der Einleitung zu sagen, dass ein Fangji in China der größte Experte ist auf seinem Feld. Ja. Und es ist natürlich dann eine hohe Auszeichnung, ja, für Sie, Herr Schlangenhoff, aber auch für Karlsruhe, dass der größte Experte Chinas mit Ihnen so ein Buch gemacht hat und dafür auch damit in Karlsruhe enorm davon profitieren können. Ich kann nur Glückwünsche und gratulieren zu diesem hervorragenden Buch. Naja. Vielen Dank, das ist sehr nett. Aber ich muss schon auch sagen, Herr Weibel, wissen Sie, bis ich es mit Ihnen aufnehmen kann und im ZKM, da muss ich noch viele Bücher schreiben. Also, das darf ich Herrn Vollmer bitten, auf die Bühne zu kommen, weil er wird uns durch den Rest des Abends führen. Aber vielleicht machen Sie eine kurze Einleitung über ihn. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, mich bei Ihnen zu bedanken und auch beim Cyberforum. Matthias, wo bist du?
Okay, dass Sie mir die Gelegenheit heute geben, unsere Freunde, die wir nachher auch noch auf der Bühne sehen werden, vor allem den P. Wang, zu sehen und das zu präsentieren. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben in Karlsruhe eine nicht zu unterschätzende Schule von KI, die Weltklasse ist. Und das habe ich erst durch Zufall entdeckt, Schande über mich, als das Buch schon geschrieben war. Durch einen Zufall, nämlich durch einen Freund und ein sogenanntes Hypo. Um diese Hypos geht es ja auch quer durch das ganze Buch. Das heißt die High Potentials mit unternehmerischen Ambitionen. Und wir haben so einen Club von Nerds, die sich häufig treffen an Wochenenden, um verrückte Sachen zu machen. Da geht es um Quantenmechanik oder um neue Computersprachen. Und einer davon hat einen KI-Kurs gehalten. Und als ich die Folien gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt nochmal, von wem sind die? Und dann habe ich herausgefunden, dass die von Jürgen Bayer sind und dass der einen Kreis von Assistenten hat. Und der Julius ist einer von denen, so wie der Miro Tafanel auch. Die boxen im ersten Rang. Das weiß nur keiner, weil die am IOSB sehr komplizierte Anwendungen machen im optischen Bereich und bei Materialtrennung. Und so kam es zustande, dass ich dann gesagt habe, ich hätte gerne mir gewünscht, nachdem wir uns kennengelernt haben, ich habe den Miro gefragt, sag mal, wer von den Assistenten ist denn derjenige, der da am weitesten dran ist? Dann hat er mir den Julius genannt und der wiederum betreibt ein Forum, gucken Sie dringend mal rein, das nennt sich karlsruhe.ai. HTTPS vorne dran schreiben, sonst tut es nicht, das müsst ihr ändern. Und in diesem Forum treffen sich im hiesigen Raum sage und schreibe 1200 und irgendwie viel Menschen und von denen sind also ein paar dabei, die könnten auch in der Formel 1 fahren. Wenn ich so mache, ist das Rufzeichen. So, und deshalb habe ich mir gewünscht, dass die Moderation heute sowohl von dem Vortrag von P. Wang und als auch anschließend von der Podiumsdiskussion, der Julius macht, der sehr viel mehr von diesen Themen versteht als ich. Von der Technik. Gut, danke Ihnen, gratuliere. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht als einziger Karlsruhe AI, das sind noch andere im Raum, Christian, Matthias. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die versuchen in Karlsruhe die Community zusammenzubringen und wir organisieren Vorträge und sind sozusagen das neutrale Terrain, die Schweiz, auf der man sich über technische Themen unterhalten kann und dort hat man Gelegenheit, auch wenn man aus ganz verschiedenen Organisationen und Instituten kommt, Nerd zu sein, mal einen Abend lang einem technischen Vortrag zu folgen und hinterher vielleicht auch beim Bier noch drüber zu diskutieren. Aber jetzt als Einleitung in den eigentlichen Vortrag, den Tech-Talk, der ja heute Abend angekündigt ist, noch eine kurze Einführung in den Hintergrund. Das ist in dem Fall nicht ganz einfach, weil nämlich Pei Wang, der gleich auf die Bühne kommt, ein bisschen auch zwischen den klassischen und etablierten Disziplinen unterwegs ist. Und deswegen jetzt noch mal ganz kurz eine Einführung. Was sind eigentlich so die gängigen Strömungen in der künstlichen Intelligenz und wie kann man ihn da vielleicht einordnen? Und wir haben jetzt hier einmal eine Einsortierung der Ergebnisse, der wichtigen Ergebnisse aus maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in 5 Kategorien. Die stammt nicht von mir, sondern die ist von Pedro Domingos. Das beschreibt er in seinem Buch die 5 Stämme oder das Konzept der 5 Stämme. Und hier sehen wir einmal farblich eingeordnet die 5 Stämme und das Ganze auch nochmal auf der Zeitachse, sodass man sieht, wie alt das eigentlich ist. Also heute sprechen alle von KI und man kann meinen, dass das alles in den letzten 5 Jahren entstanden ist. Viele Sachen sind aber eher so 200, 250 Jahre alt, wenn man genau hinschaut, haben sich evolutionär fortentwickelt, sind natürlich auch ist viel besser geworden und unsere Computer sind viel besser geworden. Jetzt schauen wir mal auf den ersten dieser Stämme, das sind die sogenannten Symbolisten. Das heißt, wie kann ich die Welt symbolisch beschreiben und wie kann ich über logisches Schlussfolgern ein Ergebnis erzielen. Und wenn man an Logik denkt, dann kommt man immer am Anfang an Freges Begriffsschritt, welche die heutigen Logikbegriff eigentlich so richtig geprägt hat. Und danach von Herbrand, der Unification-Algorithmus, der sozusagen beschreibt, wie ich mit einem Computer logisches Schlussfolgern machen kann. Und der ist die Basis für zum Beispiel die Programmiersprache Prolog, welche auf rein logischem Schlussfolgern basiert.
Dann ging es weiter, dann gab es irgendwann in den 70er Jahren das sogenannte STRIP-System, das heißt der Stanford Research International Planning System Algorithmus, und dort beschreibt man die Welt symbolisch in einem Zustand und hat eine Sequenz von Aktionen. Die Aktionen sind definiert über Vorbedingungen und Effekte, und man kann an dieses System fragen, wie muss ich denn eigentlich meine Aktionen aneinanderreihen, um einen bestimmten Zustand, Zielzustand zu erreichen. Und dann geht es weiter mit Verfahren von Breimann, Decision Trees und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Verfahren, was heute in der KI noch viel Anwendung findet, was sich auch am ehesten noch verortet in diesen, bei den Symbolisten, beim logischen Schlussfolgern. Ich werde jetzt nicht in derselben Tiefe durch die allen fünf Stämme durchgehen, aber einfach, dass Sie mal sehen, was es so für eine Historie gab. Und Newton hat gesagt, wenn er weitersehen konnte als seine Vorgänger, dann nur, weil er auf deren Schultern stand. So ist es hier auch, auch bei den ganzen anderen fünf Stämmen. Das reicht alles weit zurück. Ich werde jetzt nur noch mal zwei Sätze zu jedem sagen. Es gibt noch die Konnektionisten, die versuchen, alles über neuronale Modelle zu beschreiben. Die haben ihren Anfang genommen in den 40er Jahren, als man erstmal entdeckt hat, das Gehirn besteht aus Neuronen, und es gab Modelle, die man dann auch irgendwann am Computer nachbauen konnte. Dann gibt es die evolutionären Stämme, die sagen, wir haben eine Software oder ein Modell und das kann sich evolutionär iterativ weiterentwickeln. Das Ganze basiert natürlich auf Darwin und den Erkenntnissen von Gregor Mendel, die dann irgendwann von Fischer zu einer wirklichen Theorie weiterverarbeitet wurden. Es gibt die Bayesianisten, die sagen, die Welt ist unsicher, wenn wir irgendetwas messen, dann ist da immer eine Messunsicherheit enthalten, und deswegen müssen wir alles über Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben. Das sind die Bayesianisten. Und dann gibt es noch die Analogizers, die sagen, wir können aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen, indem wir Modelle bilden oder indem wir ein Modell bilden, welches die Vergangenheit gut abbildet, und mit diesem Modell können wir dann auch auf die Zukunft schließen. Und dazwischen sind noch ein paar, die sich nicht ganz einsortieren lassen. Shannon, Communication Theory, was ist eigentlich Information? Und so Dinge wie Reinforcement Learning, also wie kann eine KI ähnlich handeln wie ein Kind, welches seine Umwelt wahrnimmt und Reize bekommt und verstärkend das tun wird, wofür es belohnt wird. Aber was all diese Theorien nicht beantworten können, ist, wo eigentlich die Abstraktion herkommt, die ein kleines Kind verwendet. Also die Symbolisten, die gehen davon aus, ich habe eine Logik, in der es meine Welt beschrieben, da kann ich Inferenz betreiben, aber es sagt einem nicht, wo eigentlich die Symbole herkommen, primär. Und in die Richtung geht NAS ein wenig, nämlich fragt sich, wie können eigentlich Abstraktionen gebildet werden, also wenn ich dann zum dritten oder vierten Mal einen Tisch gesehen habe, dass ich quasi die Kategorie Tisch bekomme und damit ja, denken kann. Und dieses NAS, welches sich hier gar nicht einordnen lässt in diese fünf Stämme, das ist entstanden etwa Mitte der 90er Jahren und hat seitdem eine kleine Gemeinschaft von wirklich Jüngern, die dem Ganzen anhängen und die das weiterverfolgen. Und dadurch, dass es aber jetzt nicht im Mainstream der KI ist, haben es viele auch gar nicht so auf dem Schirm. Wir werden jetzt heute also einen Vortrag hören, der nicht in den KI-Mainstream reinpasst, der aber auch zum Denken anregt in Richtung, wie kommen wir eigentlich zu einer Artificial General Intelligence, also einer Intelligenz, die vielleicht noch näher am Menschen dran ist, als es die derzeitigen Computer sind. Damit möchte ich Pei Wang auf die Bühne bitten und freue mich sehr auf den kommenden Vortrag. Und jetzt wird allerdings Karl noch eine Rolle zu spielen haben. Was er nämlich am besten tut, ist zu den Leuten Geschichten erzählen und sie noch ein bisschen in ein soziales Umfeld einzuordnen. Und deswegen wird er da jetzt noch ein, zwei Sätze zu Pei Wang sagen, bevor es dann in den eigentlichen Vortrag geht.